Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Stiftung Topographie des Terrors möchte ich Sie herzlich zu dieser Abendveranstaltung begrüßen, hier im Auditorium und zu Hause an den Monitoren. Denn auch heute bieten wir wieder einen Livestream an. Anlass unserer Veranstaltung heute ist die Übersetzung des Buches von Leon Poliakow »Vom Hass zum Genozid – Das Dritte Reich und die Juden«. Das Buch ist vor 70 Jahren auf Französisch erschienen und liegt nun in der Übersetzung von Professor Dr. Alrich Meyer auch in deutscher Sprache vor. Ich danke Herrn Meyer an dieser Stelle herzlich dafür, dass er die heutige Veranstaltung mit vorbereitet hat. Herr Professor Meyer ist uns zugeschaltet und er wird die Veranstaltung im Livestream mitverfolgen. Herzlichen Dank, Herr Meyer, für Ihre Organisation und dass Sie heute anwesend sind, wenigstens online. Professor Meyer war bis zum Jahr 2000 Professor für Politikwissenschaft an der Universität Oldenburg. Mit ihm verbindet die Stiftung Topographie des Terrors auch eine frühere Veranstaltung, die zum heutigen Thema passt. 2006 hat er bei uns in Berlin sein damals neues Buch »Täter im Verhör – Die Endlösung der Judenfrage in Frankreich 1940 bis 1944« vorgestellt. Sehr herzlich begrüßen möchte ich nun unsere heutigen Podiumsgäste, Herrn Alexander Karstjuk und Herrn Professor Dr. Stefan Lehnstedt. Sie werden zunächst zwei Kurzvorträge halten und dann im Gespräch sein mit der Privatdozentin Frau Dr. Susanne Heim, die die Moderation der Veranstaltung übernehmen wird. Nach dem Podiumsgespräch sind wieder Fragen aus dem Publikum möglich, hier live im Raum und für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause schriftlich per E-Mail. Die E-Mail-Adresse wird Ihnen während der Veranstaltung eingeblendet. Für diejenigen, die hier im Saal ihre Fragen stellen, ist es vielleicht wichtig zu wissen, dass auch Ihre Fragen im Livestream übertragen werden. Deshalb gehen Sie bitte zu dem im Raum befindlichen Saalmikrofon und auf dem Weg, bis Sie beim Mikrofon angekommen sind, setzen Sie bitte Ihre Maske auf. Dann können Sie sie gern abnehmen. Ich darf Ihnen nun Frau Heim vorstellen, die Moderatorin des heutigen Abends. Frau Heim ist Mitherausgeberin der Quellenedition »Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945« und sie veröffentlichte zuletzt den sechsten Band dieser Reihe. Vor 2 Jahren hat sie in einem ihrer neueren Aufsätze diese umfängliche Quellensammlung unter dem Titel »Holocaustforschung und Erinnerung« näher beschrieben und auch für den Geschichtsunterricht besonders empfohlen. Leon Poliakow und die frühe Holocaustforschung, das ist unser Thema heute. Bevor Frau Heim das Wort ergreift, darf ich nun Herrn Klaus Bittermann, den Verleger der Edition Tiamat, in der das Buch erschienen ist, bitten, einige wenige Worte an uns zu richten. Sie haben das Wort. Ja, guten Abend. Ich sage nur ganz kurz was, weil das sonst den zeitlichen Rahmen etwas übersteigt. Als Herr Alrich Meyer, von dem ich jetzt gar nicht wusste, dass er zuguckt, aber das ist sehr schön, die deutsche Übersetzung von Brevière de la Haine, so die Originalausgabe, anregte, habe ich als Verleger sofort zugesagt. Seine Memoiren waren bereits in der Edition Tiamat erschienen und mir war klar, dass es nach 70 Jahren langsam mal Zeit wurde, dass sein Hauptwerk auch auf Deutsch übersetzt würde. Man kann Herrn Alrich Meyer gar nicht dankbar genug sein, dass er diese Fron der Übersetzung und der Recherche einer Unmenge von Dokumenten auf sich genommen hat und dabei so genau und detailgetreu vorgegangen ist. Nur schade, dass er heute Abend eben nicht
richtig anwesend sein kann. Und Herr Ulrich Meyer hat auch ein hervorragendes und sehr kenntnisreiches Nachwort verfasst. Aus dem wollte ich Ihnen eigentlich ein bisschen was vorlesen, aber wie gesagt, das ist ein bisschen zu knapp. Dafür lese ich Ihnen noch ein kurzes Zitat von Hannah Arendt vor, die bereits 1952, also 1951 ist das Original erschienen, 1952 ist Hannah Arendt bereits die Bedeutung von Brevier de la Haine bewusst gewesen und sie schrieb in Commentary eine Rezension. Diese Rezension wurde jetzt vor 2 oder 3 Wochen in der literarischen Welt das erste Mal auf Deutsch veröffentlicht. Leon Poljakows exzellentes Buch über das Dritte Reich und die Juden ist das erste, das die letzten Phasen des Naziregimes streng auf der Basis von Primärquellenmaterial beschreibt. Poljakow erzählt die Geschichte mit begründeter Hartnäckigkeit. Er hat ein Auge für das Relevante und besitzt eine vollständige und intime Kenntnis der komplizierten Verwaltungsmaschinerie Nazi-Deutschlands, der schwankenden Beziehungen zwischen den verschiedenen Diensten sowie der Höhen und Tiefen der verschiedenen Cliquen um Hitler herum. Wer wissen will, was wirklich geschah und wie es wirklich geschah, das Was und das Wie ist nicht nur die schrecklichste Erfahrung unserer Generation, sondern wohl auch die bedeutendste, kann es sich nicht leisten, diese Studie zu übersehen. So, das war schon meine einleitenden Worte und jetzt kommt, glaube ich, Herr Karstjuk, oder? Ja. Danke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Also ich bin nicht Herr Karstjuk, ich bin Susanne Heim. Ich danke erstmal Frau Steuer für die freundliche Einführung und überhaupt der Topographie des Terrors, dass sie diese Veranstaltung hier heute Abend unter ihre Obhut genommen hat. Sie wissen alle, wir sprechen heute über dieses Buch von Leon Poljakow, Vom Hass zum Genozid, das Dritte Reich und die Juden. Und Sie haben auch schon gehört, das ist zum ersten Mal auf Französisch vor 70 Jahren erschienen. Also 6 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und zu einem Zeitpunkt, an dem schon die ersten Schlussstrichdebatten begannen und erste Amnestieprogramme für die Täter aufgelegt wurden. Herr Bittermann hat gerade schon aus der Rezension von Hannah Arendt vorgelesen, die eben hervorhebt, dass Poljakow erstmals die Chronologie der Vernichtung der europäischen Juden umfassend rekonstruiert und vor allen Dingen eben auch den Zusammenhang hervorhebt zwischen den Euthanasiemorden und der Shoah. Vor allem aber betont Arendt Poljakows intellektuelle Integrität. Er habe sich streng an die Dokumente gehalten und jede Mutmaßung sowie vorschnelle und einfache Erklärung verweigert. Und dann sagt sie eben, man komme auch, wer wissen wolle, das haben Sie gerade gehört, wer wissen wolle, wer was geschehen ist und wie es geschehen ist, könne es sich nicht leisten, an diese Untersuchung zu übergehen. Und sie schreibt, er täte vielleicht am besten daran, mit ihr zu beginnen. Und ich denke, das ist wirklich das Erstaunliche an diesem Buch. Sie brauchen nur mal das aufzuschlagen, sich das Inhaltsverzeichnis durchzusehen. Das ist wirklich enorm, wie umfassend der die Geschehnisse damals rekonstruiert hat, im Wesentlichen auf der Basis der Nürnberger Dokumente und wie systematisch er das dargestellt hat. Und zudem kann man auch sagen, das Buch liest sich wirklich ausgesprochen gut. Es ist eine sehr akribische Rekonstruktion, die trotzdem also sehr flüssig zu lesen ist in einer, wie ich finde, und wie auch Ulrich Meyer in seinem Nachwort hervorhebt, in einer sehr unverbrauchten Sprache. Wir beginnen aber heute erstmal mit einer kurzen Einführung in das Werk und die Person Leon Poljakows von Alexander Karstjuk. Herr Karstjuk ist Herausgeber und Mitübersetzer der Memoiren von Leon Poljakow, die unter dem Titel St. Petersburg, Berlin, Paris, Memoiren eines Davongekommenen ebenfalls in der Edition Tiamat erschienen sind. Herr Karstjuk arbeitet als Historiker in der politischen Bildungsarbeit,
sowie als Übersetzer und publiziert unter anderem zu Themen wie dem Antisemitismus, der frühen Shoah-Forschung, dem Antiziganismus und dem Nationalsozialismus. Nach dem Beitrag von Herrn Karstjuk wird Professor Stefan Lehnstedt uns einen Vortrag halten über die frühe Holocaust-Forschung. Sie sehen schon da seinen Vortragstitel. Herr Lehnstedt ist seit 2016 Professor für Holocaust-Studien und jüdische Studien am Thurow College hier in Berlin. Er hat vorher mehrere Jahre am Deutschen Historischen Institut in Warschau gearbeitet und war unter anderem Gutachter in den Sozialgerichtsprozessen zum Streit um die sogenannten Ghetto-Renten und auch Sachverständiger des Bundestags zum selben Thema. Ich will jetzt nicht auf seine zahlreichen Veröffentlichungen hier eingehen, weil wir ja eigentlich über ein anderes Buch reden wollen. Was aber wichtig ist, und wenn Sie die Gelegenheit haben, das nochmal irgendwo zu sehen zu kriegen, Herr Lehnstedt hat zusammen mit dem Haus der Wannsee-Konferenz und der Wiener Library und mit seinen Studierenden vom Thurow College eine ausgesprochen sehenswürdige, werte Ausstellung gemacht über die erste Generation der Holocaust-Forschung. Ich weiß nicht, Herr Lehnstedt, kann man die noch irgendwo online angucken zurzeit? Also ja, wenn Sie mal nach Brüssel kommen, aber gucken Sie einfach, Sie finden die Spuren dieser Ausstellung sicher auf der Website vom Haus der Wannsee-Konferenz. Ich habe die erst kürzlich, ist die nochmal gezeigt worden, ist wirklich super spannend, kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen. Aber jetzt übergebe ich das Wort an Herrn Karstjuk. Vielen Dank. Jetzt ist, glaube ich, besser. Es freut mich sehr, dass ich über Leon Poliakow heute referieren kann. Eigentlich müsste an diesem Platz Herr Professor Ulrich Meyer sitzen. Es freut mich, dass er zumindest zugeschaltet ist. Auch herzlichen Dank nochmal an Herrn Meyer und ich hoffe, wir können ihn würdig vertreten. Poliakow hat in Deutschland nicht die Beachtung und die Anerkennung gefunden, die ihm eigentlich gebührt. Und ich hoffe, dass wir dank des Tiermatt-Verlages und dank der Publikationen, die jetzt auch noch folgen werden, das langsam verändern können. Leon Poliakow gehörte zu jener ersten Generation von Holocaust-Forschern, die in alter jüdischer Tradition dem Vergessen entgegenarbeiteten und das Chorben-Historiker, das ist ein jiddisch-hebräischer Begriff für die Zerstörung des ersten Tempels, schon mit der Dokumentation der Verbrechen begann, als die Vernichtung noch im Gange war. Lange bevor Termini wie Holocaust oder Shoah für die systematische Judenvernichtung verwendet wurden, begannen überall in Europa Verfolgte, die oftmals auch dem aktiven Widerstand angehörten, wie Leon Poliakow, sich der Dokumentation und Analyse der gegen sie verübten Verbrechen anzunehmen. Der Grundsatz Zahor, erinnere dich, ist ein wesentlicher Bestandteil der jüdischen Kultur. Zurückverfolgen lässt sich dieser Auftrag des Erinnerns bis zu den Verbrechen und Kriegen gegen die Juden in der Antike, beginnt mit der Zerstörung des ersten Tempels sowie der nachfolgenden babylonischen Gefangenschaft. Die griechischen Pogrome gegen die Juden in Alexandria, der jüdische Krieg, Pogrome während des ersten Kreuzzuges sowie die Angriffe und Massaker an Juden im zaristischen Russland und im russischen Bürgerkrieg wurden akribisch für die Nachwelt aufgezeichnet. Bereits 1942 vergrub Emanuel Ringelblum mit seiner Gruppe Onek Shabbat, den Freunden des Schabbats, Blechkisten und Milchkannen mit Papieren und Fotos, um die deutschen Verbrechen gegen die Juden im Warschauer Ghetto zu dokumentieren. Bekannt ist auch der Ausspruch des großen jüdischen Historikers Simon Dubnow, der bei seiner Deportation aus dem Ghetto von Riga 1942 den Umstehenden zurief: Juden, ihr müsst alles dokumentieren, ihr müsst alles aufschreiben. Leon Poliakow begann noch während des Krieges, anfänglich durch einen Zufallsfund, mit der Dokumentation der Verbrechen der Nazis. Vor allem jedoch nicht ausschließlich jener, die an Juden begangen wurden. Wertvolle Dokumente und Erfahrungen konnte er als Mitarbeiter der französischen Delegation bei den Nürnberger Prozessen sammeln, bei denen der Massenmord an den Juden jedoch nur eine untergeordnete Rolle spielte. Poliakow, der wie viele andere aus einer säkularen jüdischen Familie stammt und als solcher erst von den Antisemiten und den Nürnberger Gesetzen zum Juden gemacht wurde, verteidigte sich als Jude, weil er herausfinden wollte, Zitat,
warum man mich umbringen wollte, mich und Millionen andere unschuldige Menschen. Schon 1951 veröffentlichte er seine in viele Sprachen, jedoch bezeichnenderweise erst heute, dank Ulrich Meyer, ins Deutsche übersetzte Studie Brevet de la Haine, das Brevet des Hasses bzw. vom Hass zum Genozid, das Dritte Reich und die Juden. Die erste analytische Arbeit über den Holocaust überhaupt. Für diese Studie hat er über 200.000 Dokumente ausgewertet. Seine Freunde, der französische Soziologe Raymond Aron und der Philosoph Alexandre Kojève, hatten ihn dazu ermutigt. Wie Raoul Hilberg festhält, war Poljakow damit der Pionier, der die wissenschaftliche Disziplin begründete, die wir heute als Holocaust-Forschung bezeichnen. Poljakow hatte das Wesen der Shoah herausgearbeitet, wie lange kein anderer Historiker nach ihm. Er charakterisierte den Vernichtungswillen gegenüber den Juden als das zentrale Ideologiemoment der Nationalsozialisten. Hass auf die Juden charakterisierte er als die wesentliche Motivation. Zudem analysierte er, wenn auch nur kurz, dass es sich bei der Vernichtung der Sinti und Roma im Poraimos, so die Selbstbezeichnung im Romanes, um einen systematischen Genozid handelte. Eine Tatsache, die deutsche Bundesregierung erst 1980 anerkannte und über die deutsche Historiker nochmals im Kontext der Debatte über das Holocaust-Mahnmal Mitte der 90er Jahre heftig stritten. Zur Biografie von Poljakow. Leon Poljakow wurde 1910 als Kind von assimilierten jüdischen Eltern, denen im zaristischen Russland der soziale Aufstieg gelungen war, in St. Petersburg geboren. 1917 floh die Familie zuerst von den Bolschewiken und dann vor dem Terror der Weißen über Odessa und Italien nach Paris. Kurze Zeit später ging die Familie, der Vater war Verleger, nach Berlin. Der kleine Poljakow fühlte sich hier sehr wohl, lernte Deutsch, was ihm später zum Vorteil gereichte. Bei seiner Berliner Zeit erinnerte er sich weniger an den Antisemitismus der Weimarer Jahre, als vielmehr an einen auch in der Schule praktizierten und gelehrten Germanenkult. Felix Dahns völkischer Epos Der Kampf um Rom gehörte zur Pflichtlektüre. Nach 3 Jahren siedelte sich die Familie wieder in Paris an, wo Wladimir Poljakow, der Vater, erneut eine Zeitung gründete. Die Exilzeitung Das Pariser Tageblatt, in dem unter anderem Heinrich Mann, Eduard Benesch, Josef Roth und Oskar Maria Graf schrieben. 1936 zerstörten die Nazis mittels der Lüge, Poljakow sei ihr Agent, die Zeitung und hetzten die Exilanten gegeneinander auf. Leon Feuchtwanger schrieb darüber seinen Roman Exil. Bei Kriegsausbruch war Poljakow Soldat der französischen Armee und geriet in der Nähe von Dünkirchen in Nordfrankreich in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er mit Hilfe eines deutschen Offiziers fliehen konnte. Also der deutsche Offizier hat ihn und seine Kameraden einfach mehr oder weniger in Paris abgesetzt, nachdem er erfahren hat, dass sie Juden sind, um sie zu retten. Zum Verständnis: Frankreich war nach dem Waffenstillstand vom Juni 1940 und der Niederlage gegen das Deutsche Reich praktisch 5 geteilt. Es gab Elsass-Lothringen. Elsass-Lothringen ist im Deutschen Reich angegliedert worden. Dort galten auch die Nürnberger Gesetze. Es gab Nordfrankreich, also einen kleinen Teil am Kanal, der dem deutschen Militärbefehlshaber Belgien zugeschlagen wurde. Auch dort galten die Nürnberger Rassengesetze. Es gab Paris, die Atlantikküste und Nordfrankreich. Das war von den Deutschen besetzt. Es gab einzelne Täler in den Alpen und einen kleinen Bereich bei Menton an der Côte d'Azur-Küste, der damals schon von Italien besetzt wurde. Und es gab die große Zone im Süden Frankreichs mit den großen Städten Marseille, Lyon und Toulouse. Dort im Süden Frankreichs hatte sich in dem Kurort Vichy ein antisemitisches Regime unter dem greisen Weltkriegsmarschall Pétain etabliert, die auch dort in Eigenregie antisemitische Gesetze eben umsetzten. Poljakow floh, nachdem die Razzien in Paris zunahmen, in den unbesetzten Süden, also gegenüber die Linie, wie man das damals in Frankreich nannte, wo er in Marseille, der großen Hafenstadt, in der viele, auch deutsche Immigranten waren und versuchten verzweifelt Papiere, Ausreisevisa oder Transportmöglichkeiten nach Übersee zu bekommen. Dort arbeitet er schließlich für einen chassidischen Rabbiner, Simon Schneerson, der aus dem Geschlecht der berühmten Lubavitcher Wunderrabbiner kommt. Und da lernte er zum ersten Mal, wie es er in seiner Autobiografie auch formuliert hat, sein Volk und seine Kultur kennen. Dieser Rabbiner störte sich nicht am Agnostizismus Poljakows und hatte eben eine Organisation, um Juden zu unterstützen.
Poljakow selbst unterstützte Juden mit Lebensmitteln, Versteckmöglichkeiten und vor allem mit falschen Papieren. Dieser jüdische Widerstand war ihm enorm wichtig. Er schreibt darüber eben auch in dem Buch Vom Hass zum Genozid. Ein großes Kapitel widmet er dem jüdischen Widerstand im Allgemeinen. Poljakow wird zweimal verhaftet, schafft es aber immer wieder freizukommen. Hellsichtig und ironisch erlebt er alle Facetten der deutschen Besatzung. Die Kollaboration, den französischen Faschismus in Form der Miliz, Denunziantentum, Apathie, doch ebenso vielfache Unterstützung, Empathie und französischen Widerstand. Also es gab zum damaligen Zeitpunkt ungefähr 330.000 Juden in Frankreich. 10.000 hatten nicht die französische Staatsbürgerschaft, das waren die ersten, die verfolgt und deportiert wurden. Gleichzeitig wurden Zehntausenden Juden eben auch die Staatsbürgerrechte aberkannt. Gleichwohl haben insgesamt etwa 250.000 Juden in Frankreich den Holocaust überlebt. Das lag zum einen an der widerständigen französischen Haltung, an falschen Papieren und auch durchaus an der für Widerstandshandlungen gut geeigneten Geografie, vor allem Südfrankreichs mit Wäldern und Bergen. Also in Holland war das eben, oder in den Niederlanden war das eben viel, viel schwieriger zu überleben. Insgesamt wurden etwa 80.000 Juden aus Frankreich deportiert, über 77.000 sind ermordet worden. Nachdem im November 1942 die Alliierten in Nordafrika gelandet waren, besetzten die Deutschen und ihre italienischen Verbündeten die unbesetzte Zone. Die Deutschen begannen auch hier mit Deportationen, beziehungsweise das Vichy-Regime mit französischen Polizisten tat das für sie, während sich die italienische Zone zur Zufluchtsstätte für Zehntausende Juden entwickelte. Also es gab hier die absurde Situation, dass italienische faschistische Besatzer Juden schützten, die französische Polizisten deportieren wollten eigentlich. Eine ähnliche Situation gab es in Teilen von Griechenland und eben auch in Kroatien, wo auch das italienische Militär Juden aktiv schützte, obwohl die Deutschen protestierten, obwohl Mussolini persönlich protestierte, obwohl die französischen Behörden protestierten. Das hing zum einen tatsächlich mit dem verbliebenen Humanismus der italienischen Armee zusammen, zum anderen schlicht und ergreifend auch mit Korruption. Also auch das beschreibt Poljakow, dass es sehr leicht war, sich Pässe zu kaufen, beziehungsweise dass man von unmotivierten italienischen Soldaten sogar Waffen kaufen konnte für die Resistance. Als Italien im September 1943 die Seiten wechselte, besetzten die Deutschen alle Teile Frankreichs und sandten den SS-Hauptsturmführer Alois Brunner nach Nizza. Brunner war die rechte Hand von Adolf Eichmann und hatte zuvor bereits die Deportation von 50.000 Juden aus Thessaloniki in die Vernichtungslager organisiert. Leon Poljakow und viele weitere Aktivisten gingen ebenfalls nach Nizza, wo sich rund 25.000 Juden versteckt hielten. Er beschreibt das alles sehr detailliert in seiner Autobiografie, die Verfolgungen, die Folter, jedoch auch die Rettungsaktionen mittels falscher Papiere und die Evakuierungen in die nahen Berge. Poljakows wichtigste Waffe war damals ein Stempel eines Polizeiarrondissements in Marseille und mit diesem Stempel konnte er eben sehr viele falsche Pässe und Papiere ausstellen. Poljakow schreibt selbst, von den ungefähr 25.000 Verfemten waren 2.000 oder 3.000 erwischt und deportiert worden. Die anderen konnten sich in alle Winde zerstreuen und in den ruhigeren Städten und Landstrichen untertauchen, etwa in der Gegend von Chambon-sur-Lignon. Von gut 100 Aktivisten und Helfern wurde jedoch beinahe die Hälfte erwischt. Die großflächige und letztendlich erfolgreiche Rettung von Juden aus Nizza ist in der deutschen Historiografie nur selten beschrieben worden. Einen derart aktiven Massenwiderstand gegen den Holocaust fand man hierzulande nie. Poljakow war vorher bereits an den erfolgreichen Rettungsaktionen in Le Chambon-sur-Lignon, bei der tausende Juden auf dem protestantischen Hochplateau am Rande der Cevennes überlebten, beteiligt. Er überlebte schließlich im Süden bis zur Befreiung und arbeitete dann unmittelbar am Aufbau eines jüdischen Zentrums für die Dokumentation der Geschichte. In Deutschland hat er dann mit dem polnischen Holocaust-Überlebenden Josef Wulff zusammengearbeitet. Sie haben in schneller Abfolge drei Bände veröffentlicht, das Dritte Reich und die Juden, das Dritte Reich und seine Denker, das Dritte Reich und seine Diener. Sie haben in diesen Quellen die Mörder, die Täter sprechen lassen, weil sie der Überzeugung waren, dass die Zeit, in der die Opfer sprechen könnten, noch nicht gekommen war. Poljakow wandte sich dann Ende der 1950er Jahre der Spurensuche im Sinne einer Archäologie des Antisemitismus zu, bei der er der Maxime der Longue Durée, der langen Dauer, der Annales Historikerschule folgte und mit einer Analyse der Judenfeindschaft in der heidnischen Antike begann. Neben den Verfolgungen der Juden im Mittelalter, besonders durch die spanische Inquisition, beschäftigte er sich mit der Epoche der bürgerlichen Aufklärung. Für diese Zeit konstatierte er die Verbesserung der gesellschaftlichen Bedingungen, die teilweise Emanzipation der Juden mit sich brachten und zeichnete jedoch ebenso das letztendliche Scheitern der Emanzipation der Juden nach.
Konkret macht er dies am sich durchsetzenden Konzept der unveränderbaren Menschenrassen fest. Für das 19. Jahrhundert konstatierte er die Radikalisierung des Antisemitismus und den Aufstieg des ohne die Judenfeindschaft nicht denkbaren völkischen Nationalismus in Deutschland. Die Schlüsseldokumente des Antisemitismus waren für ihn die Protokolle der Weisen von Zion mit ihrer wahnhaften Idee einer allumfassenden, hinter Demokratie, Sozialismus und Kapitalismus stehenden jüdischen Weltverschwörung. Er übersetzte nicht nur die Schrift seines Freundes, des englischen Historikers Norman Cohn, Warrant for Genocide, über die Entstehung der Protokolle der Weisen von Zion ins Französische, sondern schrieb selbst zwei Bücher über Verschwörungsmythen. Die Judenfeindschaft ist gemäß seiner Monumentalstudie untrennbar mit der Geschichte des Abendlandes verbunden. Später schildert Poljakow das bedrohliche Ausmaß des Antisemitismus unter Stalin. So sei die Deportation von Juden nach den großen antisemitischen Schauprozessen von 1952 nur durch den Tod Stalins verhindert worden, was jedoch einem virulenten Antisemitismus, der vor allem als Antizionismus in der Sowjetunion fortlebte, keinen Abbruch tat. Er widersprach jedoch dennoch vehementer Gleichsetzung von Nationalsozialismus und Stalinismus. In der Diktion vieler revisionistischer westdeutscher Historiker, allen voran Ernst Noltes. Auch bei der Analyse der Judenfeindschaft im Islam hatte Poljakow eine Vorreiterrolle inne. So schrieb er in seiner Geschichte des Antisemitismus bereits 1961 über die Situation der Juden unter islamischer Herrschaft, vor allem im maurischen Spanien, wobei er nicht zu jener Idealisierung dieses Zeitalters kommt, die vielfach heute virulent ist. Poljakow schildert die bereits im Koran zu findenden judenfeindlichen Passagen, analysiert Diskriminierungen, Verfolgungen und Gewalt gegenüber Juden unter islamischer Herrschaft, vor allem das Pogrom von Granada 1066 und die Herrschaft der Almohaden. Lediglich im Kontrast zum christlichen Europa der Kreuzzüge, der Ritualmordlegenden und der Pestpogrome konstatiert er für das muslimische Spanien eine relative Toleranz. Bereits in Vom Hass zum Genozid erwähnt er den am Holocaust beteiligten Großmufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, jenen Spiritus Rector des palästinensischen Nationalismus und Antisemitismus. Die ersten vier Bände seiner Geschichte des Antisemitismus sind in den 70er Jahren ins Deutsche übersetzt worden. Poljakow gab noch 1994 im Alter von 84 Jahren einen fünften Band, der den Zeitraum von 1945 bis 1993 abdeckte, heraus. Er kritisierte bereits 1969 in seiner Schrift Vom Antizionismus zum Antisemitismus, die auch auf Deutsch vorliegt, die Etablierung des im Gewande des Antizionismus sich äußernden Antisemitismus. Nicht zuletzt durch diese Einsicht in die Transformation der alten Judenfeindschaft ins neue Gewand des Antizionismus bzw. der sogenannten Israel-Kritik, wie man heute sagen würde, blieb er den 68er-Protesten gegenüber kritisch und verwies auf den Klassen-, Generationen- und politische lagerversöhnenden Aspekt der antisemitischen Ideologie. Er griff dieses Thema nochmal in seiner Schrift Von Moskau bis Beirut, eine Reaktion auf die antisemitische Propaganda im Kontext des Libanon-Krieges 1982 auf. Poljakow hat seit seines Lebens über 30 Bücher verfasst, darunter Der arische Mythos, Schriften zum Rassismus, zum Totalitarismus, zu den Nürnberger Prozessen, den Eichmann-Prozess, an dem er auch teilgenommen hat, zum Vernichtungslager Auschwitz. Zudem unzählige Aufsätze, Rezensionen und Kommentare. Er, der seit 1918 niemals wieder russischen Boden betreten hatte, befasste sich am Ende seines Lebens nochmals vor allem mit Themen der russischen Geschichte. Der Antisemitismus nimmt heute dramatisch zu und kommt nicht nur von rechts, sondern auch von links und in seiner islamischen Variante zum Vorschein. Gerade in diesen Zeiten, in denen der Judenhass und die Shoah von sich progressiv und antirassistisch dünkenden Menschen bagatellisiert werden, verschafft die Lektüre des ideologiekritischen Werkes des Autodidakten Leon Poljakow einen immensen Erkenntnisgewinn. Herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist Ihnen natürlich wohl bekannt, dass die Deutschen und ihre Helfer in Europa zwischen 1939 und 1945 annähernd 6 Millionen Jüdinnen und Juden ermordeten. Der Holocaust zielte aber nicht nur auf die Vernichtung von Menschen, sondern ebenso auf die Zerstörung ihrer Kultur. Und am Ende sollten natürlich auch noch alle Spuren des Verbrechens getilgt
werden. Dieser vollständigen Auslöschung versuchten jüdische Forscherinnen und Forscher noch während des Mordens entgegenzuwirken. Durch das Sammeln von Zeugnissen dokumentiert sie das Geschehen, um die Dimension des Massenmordes und die Vernichtung jüdischer Lebenswelten sichtbar zu machen. Und auch, um natürlich daran zu erinnern, im Exil und auch unter lebensfeindlichen Bedingungen in den Ghettos und Lagern erforschten sie die Taten, sie sammelten Fakten, sie sicherten Spuren, sie gründeten Archive, sie gründeten Gremien, die nach Kriegsende ihre Arbeit fortsetzten. Sie wollten an die Ermordeten erinnern, sie wollten die Shoah ergründen, sie wollten die Täter vor Gericht stellen und sie wollten gleichzeitig einen neuen Genozid unmöglich machen. Angetrieben waren sie von unterschiedlichen Motiven und es waren Frauen und Männer mit ganz vielfältigen beruflichen Hintergründen, die sich der Erforschung und dem Gedenken an den Holocaust widmeten. Sie verweigerten damit den Verbrechern einen endgültigen Triumph. Der millionenfache Mord fiel nicht dem Vergessen anheim und er blieb nicht ohne Konsequenzen. Bücher, Gedenkstätten, Forschungsinstitute, Gerichtsprozesse und nicht zuletzt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte sowie die UN-Genozidkonvention von 1948 waren Resultate dieses leidenschaftlichen Engagements. Auf diesem Vermächtnis beruht unser heutiges Wissen und fußt die heutige Erinnerung an den Holocaust. Namen wie die von Rachel Auerbach, von Raphael Lemkin, Alfred Wiener, Josef Wulff oder auch Leon Poljakow stehen exemplarisch für eine am Ende doch kleine Gruppe unermüdlicher Aufklärerinnen und Aufklärer. Ihre Arbeit fand unter widrigsten Bedingungen im Chaos der Kriegs- und der Nachkriegsjahre und im Angesicht des schmerzhaften Verlustes ihrer Angehörigen und ihrer Heimat statt. Von ihrer Umwelt mit Gleichgültigkeit und sogar mit Ablehnung gemieden, schufen sie die Grundlagen für die universelle Anerkennung des Holocaust als Menschheitsverbrechen. Andere aus dieser Gruppe, von diesen frühen Holocaust-Forscherinnen, überlebten den Holocaust nicht und leisteten dennoch einen wichtigen Beitrag zu dessen wissenschaftlicher Erforschung. Das prominenteste Beispiel ist natürlich Emanuel Ringelblum, der im Warschauer Ghetto die Gruppe Oinek Shabbes, also Freude am Schabbat, gründete, die eine der berühmtesten Quellensammlungen des Holocaust zusammentrug. Aber auch die Angehörigen der Sonderkommandos in den Vernichtungslagern, die Kassiber über die massenhafte Vergasung von Menschen verfassten und versteckten, wie etwa Philipp Müller, leisteten einen Beitrag, um die Verschleierungsversuche der Täter zu vereiteln. In noch größerem Maße aktiv wurden die Mütter und Väter der Holocaustforschung unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. In Polen beispielsweise etablierten sich bereits 1944 verschiedene jüdische historische Kommissionen, in denen teilweise mehrere hundert Überlebende tätig wurden. Sie sammelten Täterdokumente, sie interviewten Zeitzeugen und sie sicherten an den Orten der Vernichtung materielle Beweisstücke. Dies fand natürlich auch in anderen Teilen Europas statt. In Budapest wurden umfassende Interviews mit Überlebenden der Ghettos und Lager geführt. In Italien erstellten Adolfo Vitale und seine Mitarbeiter Listen mit den etwa 11.000 aus Italien und der Adria-Region in die Vernichtung deportierten, um das Ausmaß der Katastrophe zu erfassen. Dies war der Ausgangspunkt der Holocaust-Forschung, die mit bemerkenswerten methodischen Reflexionen der Forschenden und Überlebenden einherging, die am Ende natürlich über ihr eigenes Schicksal auch forschten. Sie konnten deswegen auch nicht einfach zu einer emotionslos distanzierten Beschreibung des Geschehens ansetzen, sondern mussten vielmehr als unmittelbare Beobachter Zeugnis ablegen. Diese Arbeit an der Erinnerung war ein Teil des Erforschungsprozesses. Und das konnte auch Teil eines persönlichen Bearbeitens der erlebten Traumata sein und den zum Teil langen Aufenthalt in DP-Camps überbrücken, um durch die Ermittlung von Tätern zumindest ansatzweise
Gerechtigkeit herzustellen und Genugtuung zu finden. All das macht deutlich, wie sehr die drei Dimensionen des Dokumentierens, des Erforschens und Erinnerns miteinander verbunden waren. Oder vielleicht sollte man besser sagen, ineinander übergingen und nicht ohne einander denkbar waren. Erste Gedenkorte und Gedenksteine richteten Überlebende an Orten der Verfolgung ein, die nicht selten, wie etwa Teile des Lagerkomplexes von Bergen-Belsen, nach der Befreiung als DP-Camps genutzt wurden. Ebenso stehen dafür natürlich Quellensammlungen, gelehrte Abhandlungen oder eher literarische Arbeiten wie Wassily Grossmanns und Ilja Ehrenburgs Schwarzbuch über die Ermordung der sowjetischen Juden, das freilich zensiert und verboten wurde im stalinistischen Russland. Die Druckstöcke wurden eingeschmolzen, weil die Sowjetunion schlicht kein Interesse daran hatte, das Leiden und die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung gewissermaßen herauszustellen. Ermordet waren, wurden nach ihrer Ansicht lediglich friedliebende Sowjetbürger ohne Unterschied. Ein zentraler Aspekt dieser Tätigkeit traten Strafverfolgung und Prävention hinzu. Während die Strafverfolgung nur eingeleitet wurde, wenn die Täter ermittelt und überführt werden konnten, erschien eine wirksame Prävention genau dann möglich, wenn die Spezifika einer ethnisch-rassistischen Verfolgung deutlich gemacht und von anderen Gewalttaten klar unterschieden werden konnten. Die frühe Holocaust-Forschung hatte daher auch eine ganz eminent juristische Perspektive. Ebenso wie Dokumentation und Erinnern auf verschiedenen Wegen stattfinden konnten, gab es auch auf rechtlichem Gebiet unterschiedliche Vorgehensweisen. Das Crime Without a Name, von dem Churchill bereits im Sommer 1941 gesprochen hatte, galt es zuerst in juristische Tatbestände zu übersetzen. Theoretiker des Völkerrechts wie Raphael Lemkin und Herr Schlauterpacht entwickelten die Konzepte von Genozid und von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Auf der anderen Seite gab es Praktiker wie Simon Wiesenthal oder Tuvia Friedmann, die die Mörder aufspürten und sie den Strafverfolgungsorganen zuführten. Und auch wenn dem Holocaust in den Nürnberger Prozessen und auch im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess keine zentrale Rolle zukam und der Judenmord nur als eine Art weiteres Kriegsverbrechen behandelt wurde, nahm er doch in einigen anderen alliierten Prozessen größeren Raum ein. Die von den Überlebenden gesammelten Zeugnisse und geretteten Dokumente, wie die etwa des Centre de Documentation Juive Contemporaine in Paris, an dem ja das ja im Wesentlichen ein Institut, die Wirkungsstätte von Leon Poljakow war. Diese Institutionen spielten bei der Rekonstruktion des Tatgeschehens und bei der Überführung der Verantwortlichen eine wichtige Rolle. Männer wie eben Poljakow, wie Philipp Friedmann, wie Herr Schlauterpacht, wie Raphael Lemkin oder Jacob Robinson wirkten beratend und unterstützend an den Prozessen mit. Andere wiederum nahmen etwas basaler als Dolmetscher oder als Vernehmende an Verhören von Beschuldigten oder auch von Zeugen und Zeuginnen teil. Jüdische Exilanten wie Robert Kempner oder Benjamin Ferencz wurden sogar als Ankläger tätig. Wie wichtig diese Dokumentation von Straftaten war, haben Akteure wie Alfred Wiener schon früh erkannt. Der deutsche Jude, der sich schon vor 1933 für den Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens mit dem Problem des Antisemitismus beschäftigt hatte, setzte seine Dokumentations- und Forschungstätigkeit zu antisemitischen Straftaten nach seiner Flucht ins holländische und noch später ins britische Exil und in den USA fort. Aus seiner gemeinsamen Tätigkeit mit Eva Reichmann ist die Wiener Library in London hervorgegangen. 1945 aber fanden sich viele Überlebende zunächst, unfreiwillig natürlich, in Deutschland wieder, wo sie nach den Todesmärschen und in den Konzentrations- und Arbeitslagern von den alliierten Armeen befreit worden waren. Oder aber, weil sie dorthin gingen, weil eine Rückkehr in ihre Heimatländer aufgrund von neuer Verfolgung oder von Bürgerkrieg nicht mehr möglich erschien. Vor der Auswanderung standen oft lange Monate in den Lagern für
diese Displaced Persons. Die Zeit, indes verstrich dort nicht ungenutzt, denn Überlebende forschten und publizierten zum Holocaust. Sie hielten Gedenkgottesdienste ab oder errichteten eben Denkmäler für die in der Heimat Ermordeten. Diese erste Beschäftigung auf deutschem Boden mit dem Holocaust endete noch in den 1940er Jahren, als fast alle Überlebenden ausgewandert waren. In Israel aber, wo sich spätestens nach der Staatsgründung 48 binnen kurzer Frist auch zahlreiche jüdische Forscherinnen und Forscher aus Polen und anderen Ländern Osteuropas niederließen, ermöglichte das die Gründung von Institutionen wie dem Ghetto Fighters House oder der staatlichen Gedenkstätte Yad Vashem. In Frankreich entstand unter der Führung von Isaac Schneerson und mit Unterstützung von Léon Poliakow das bereits erwähnte Centre de Documentation Juive Contemporaine. In Italien unter Leitung Adolfo Vitalis das Centro di Documentazione Ebraica. Ähnliche Institute existieren bis heute in europäischen Ländern. Andere Einrichtungen wie das Jiddischer Wissenschaftlicher Institut, das JIVO in New York, wurden mit Beständen gegründet, die 1940 in letzter Sekunde aus Vilna, dem litauischen Vilnius, in Sicherheit gebracht werden konnten und die heute als Archiv einer untergegangenen Welt und einer untergegangenen Sprache, nämlich des Jiddischen, dienen. Die wesentliche Gemeinsamkeit dieser Pionierinnen und Pioniere des Holocaust ist ihre jüdische Herkunft. Noch bis weit in die 1960er Jahre gab es eigentlich kein wissenschaftliches Interesse von nichtjüdischen Forschern am Holocaust. Dennoch sind nicht alle der frühen Forscherinnen und Forscher auch Überlebende der Shoah. Gerhard Riegner etwa stammte zwar aus Deutschland, hatte das Land aber schon 1933, nachdem ihn seine Kommilitonen aus einem Fenster der Berliner Universität gestoßen hatten, in Richtung Schweiz verlassen. Das Engagement all dieser Pionierinnen und Pioniere der frühen Beschäftigung mit der Vernichtung lässt sich nicht in exakt abgegrenzte Tätigkeitsfelder einordnen. Die Erforschung diente immer auch der Erinnerung. Wer erinnern wollte, musste sich Wissen aneignen und trug sich auch meist mit dem Gedanken der Dokumentation des Vergangenen. Strafverfolgung oder Prävention waren ohne akribische Beweissammlung nicht möglich. Viele dieser frühen Forscherinnen und Forscher waren daher auch als Experten für die Justiz tätig. Also nicht bloß als Übersetzer oder Ankläger, sondern als Sachverständige. Vom Nürnberger Militärgerichtshof bis hin zum Prozess gegen Adolf Eichmann in Israel. Und angesichts dessen entstanden weitere grenzüberschreitende Netzwerke. Darin waren nicht alle Akteurinnen und Akteure auf gleiche Weise eingebunden und manche auch gar nicht. Aber in vielerlei Hinsicht handelte es sich hierbei bereits um eine allererste Global Community der Holocaust-Forschung, die ganz maßgeblich durch die Emigration der Überlebenden und durch deren Nachkriegsschicksale geprägt war. Vor diesem Hintergrund lässt sich keinesfalls die Theorie aufrechterhalten, dass die moderne Holocaust-Forschung erst in den 1970er Jahren entstanden sei. Ganz im Gegenteil. Die erste Generation der Holocaust-Forschung fand bereits 30 Jahre früher statt. Der eigene Anspruch an Wissenschaftlichkeit war hoch. Man arbeitete interdisziplinär, methodisch fundiert und auch anspruchsvoll. Und ja, das ist auch eingelöst worden. Denn man arbeitet hier praxisorientiert. Man arbeitet mit modernen sozialgeschichtlichen Ansätzen, wie etwa Handreichungen für Zeitzeugenbefragungen oder Lexika zur begrifflichen Bestimmung der Tätersprache, die in Polen bereits Ende 1944 entwickelt wurden. Rachel Auerbach transferierte diese Methodik dann wenig später von der Jüdischen Historischen Kommission in Polen nach Yad Vashem, wo sie die Abteilung für Überlebendenaussagen etablierte. Es liegt natürlich eine gewisse Tragik daran, dass all diese Ergebnisse der bahnbrechenden Arbeit lange Zeit, zumindest außerhalb Israels oder des JIVO, in Vergessenheit gerieten und im Grunde erst im 21. Jahrhundert eine Wiederentdeckung feierten.
Das lag einerseits an mangelnden Sprachkenntnissen akademischer Forscherinnen und Forscher im Westen, die jiddische oder polnische Publikationen und Quellen schlicht nicht lesen konnten oder ihnen die Relevanz auch absprachen. Da haben wir dann so etwas wie eine Ignoranz natürlich. Andererseits gründete der Kontinuitätsbruch im mangelnden Interesse der Weltöffentlichkeit an den Erkenntnissen und Publikationen dieser ersten Holocaust-Forschung, die sich ja vorwiegend auch an die Erfahrungs- und Leidensgenossen, an andere Überlebende gerichtet hatte. Und nur wenige, wie etwa Philip Friedman in den USA, der aus Polen ausgewandert war, erreichten darüber hinaus eine gewisse Publizität. Andere, wie der in Berlin auf Deutsch publizierende Josef Wulff, verzweifelten an der Ignoranz seiner Adressaten. Wulff wählte, Sie kennen das vermutlich, sogar den Freitod. Andere mussten sich von der etablierten Zeitgeschichtsforschung vorwerfen lassen, dass ihnen als Betroffenen die nötige Distanz zu ihrem Forschungsgegenstand fehle. Auch die Forschung auf der Basis von Opferquellen und subjektiven Überlieferungen erschien suspekt und wenig aussagekräftig gegenüber vermeintlich objektiven Täterquellen. Die erste Generation der Holocaust-Forschung hatte also auch nach 1945 oft mit Rückschlägen, mit Ablehnung und mit Leugnung zu kämpfen. Und auch nach 1945 war sie nicht selten Gewalt und staatlichem Druck ausgesetzt. Die vielfachen Fluchten und Migrationen dieser Überlebenden berichten ja schließlich davon. Und so sind ihre Biografien zugleich auch eine Verpflichtung. Ihre Errungenschaften auf wissenschaftlichem und praktischem Gebiet bedürfen heute mehr denn je der Verteidigung gegen diejenigen, die sie anzweifeln und offen in Frage stellen. Und es ist deshalb umso schöner, dass wir heute die deutsche Ausgabe von Leon Poljakows Breviaire de la Haine feiern können. Ulrich Meyer, der es übersetzt hat, können wir dafür meiner Ansicht nach gar nicht genug dafür danken. Es ist 70 Jahre her, seit das Buch auf Französisch zuerst erschien. Es ist ein Menschenleben. Und erstaunlicherweise trotzdem kein Alter für dieses bedeutende Buch, dessen Lektüre heute immer noch lohnt. Sicher wissen wir inzwischen viel mehr über den Holocaust, aber dessen Grundlinien und auch viele Details, ehrlich gesagt, hat Poljakow schon damals in bestechender Klarheit erfasst. Wir haben es hier mit der ersten Gesamtdarstellung des Holocaust zu tun. Sie verweist etwa auf den Zusammenhang von Euthanasie und Holocaust. Sie zeigt die Verantwortung von Wehrmacht und Beamten für den Holocaust. Alles Dinge, die in Deutschland im Grunde bis weit in die 80er, 90er Jahre umstritten und geleugnet wurden. Der bleibende Wert des Buches liegt nicht zuletzt darin, dass Poljakow ja konsequent mit den Dokumenten des Nürnberger Prozesses arbeitete und sich Spekulation versagte. Bei ihm gibt es für jede Aussage einen klaren Quellenbeleg. Einzig Evidenz und Fakten zählten. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum das Buch zwar ins Englische übertragen wurde, nach der erwähnten, überaus positiven Rezension von Hannah Arendt, aber eben nicht ins Deutsche. Poljakow wurde einem deutschen Publikum später erst durch die schon erwähnte Zusammenarbeit mit Josef Wulff bekannt, aber auch das führte leider nicht zur Übersetzung seines Meisterwerkes. Aber meiner Ansicht nach ist das umso mehr Grund, sich endlich damit vertraut zu machen. Und ich glaube, das sollten wir jetzt tun, deswegen höre ich jetzt auf und wir starten am besten in die Diskussion und nachher haben Sie sicher auch Gelegenheit, das Buch nicht nur anzuschauen, sondern auch zu kaufen. Vielen Dank.
Ja, zunächst einmal vielen Dank an die beiden Referenten für diese interessanten Vorträge, die uns ein bisschen vertraut gemacht haben mit dem Leben von Leon Poljakow und eben auch mit seinem sehr breiten Werk, nicht, also über das heute vorzustellende Buch hinaus. Ich will einfach mal ein bisschen anfangen, vielleicht noch mit ein paar Rückfragen. Herr Karstjuk, Sie hatten anfangs gesagt, dass Poljakow Autodidakt war. Können Sie uns noch ein bisschen erzählen, wie kommt ein Autodidakt dazu, also vom, der ja sich auch am praktisch, wie Sie uns geschildert haben, am jüdischen Widerstand in Frankreich, im besetzten Frankreich beteiligt hat, wie kommt der dazu, zu einem der frühen führenden Holocaust-Forscher zu werden? Also Poljakow hatte eben schon mit seinem Vater, mit Wladimir Poljakow, am Pariser Tageblatt gearbeitet. Er hat zu dem Zeitpunkt nur sehr lustlos, wie er schrieb, Jura studiert. Also er hatte schon eine gewisse Erfahrung, wie man publiziert. Aber im Herbst 1944 beziehungsweise Anfang 1945 ist ihnen eine Kiste in die Hände gefallen. Und diese Kiste war letztendlich der Schlüssel zu sämtlichen Gestapo- und SS-Akten in Frankreich. Damit hat man eben am Centre dann begonnen zu arbeiten. Er hatte in Nürnberg, war er eben dann durch seine Arbeit, die da schon 1945 geleistet wurde, war er eben Referent der französischen Delegation durch seine Russischkenntnisse. Also eigentlich war ja Frankreich zuständig für die sogenannten rassischen Verbrechen bei den Nürnberger Prozessen, aber Frankreich hat er selber wenig geliefert. Aber er hatte eben durch seine Russischkenntnisse auch gute Kontakte zur russischen Seite und die waren da eben besser organisiert und hatten eben auch mehr Informationen durch besagtes Schwarzbuch von Ehrenburg und Grossmann. Also die Informationen waren durchaus da und Poljakow hat eben auch da Akten bekommen, zu denen erstmal kein Historiker im Westen Zugang hatte. Ja, vielen Dank. Ich möchte darauf hinweisen, also auch die Leute, die die Veranstaltung zu Hause an den Bildschirmen verfolgen, können gerne per E-Mail Fragen stellen, wie das ihre Beiträge hier per E-Mail herschicken, wie das Frau Steuer ja auch am Anfang gesagt hat. Zunächst aber möchte ich gerne nochmal jetzt im Anschluss gerade an diese die Ausführung von Herrn Karstjuk, der ja erzählt hat von der Bedeutung auch und der Mitarbeit praktisch irgendwie in der Umgebung der Nürnberger Prozesse von Poljakow, Herrn Lehnstedt fragen. Sie haben uns geschildert, dass es Rückschläge und Ablehnungen gab gegen die frühe Holocaust-Forschung und natürlich auch gegen Poljakow unter den Forschern, dass irgendwie seine und auch die Beiträge vieler, vieler anderer jüdischer Dokumentatoren und Forscher auf Skepsis stießen, dass ihnen irgendwie im Grunde genommen die Kompetenz abgesprochen wurde, weil gesagt wurde, sie seien zu befangen als Überlebende. Wie war das in Bezug auf die Justiz? Haben die ähnliche Vorbehalte angetroffen in Reihen der Juristen oder ist Ihre Arbeit dort mehr gewürdigt worden als unter zum Beispiel den Historikern? Also wir haben ja bei den Nürnberger Prozessen durchaus auch auch Zeugenvernehmungen, aber tatsächlich funktioniert diese Zeugenvernehmung ja eher so, dass die Staaten geeignete Zeugen nominieren. Da sind in aller Regel keine Holocaust-Überlebenden dabei. Es gibt natürlich welche, die hier als Mitarbeiter tätig werden, insbesondere, ich habe darüber gesprochen, insbesondere weil sie sprachliche Kompetenzen haben. Wir haben natürlich in der unmittelbaren Nachkriegszeit, gerade in Deutschland, auch noch andere, eine andere Gesellschaft, die sehr stark von den alliierten Maßnahmen einer Entnazifizierung geprägt ist. Da glaubt man den Überlebenden schon und da passieren manchmal so Glücksgriffe wie zum Beispiel zwei Überlebende des Vernichtungslagers Sobibor, die in Berlin
über die Straße laufen und sie stellen fest, da läuft doch der Gasmeister aus Sobibor rum. Und der eine von den beiden Überlebenden läuft dem hinterher und schaut, wo wohnt der? Und der andere Überlebende holt den Schupo. Und danach wird der Mann verhaftet, der wird vor Gericht gestellt, der wird auch tatsächlich verurteilt. Hier glaubt man den Überlebenden. Eine ganz wunderbare Geschichte, die aber leider auch insofern eine Ausnahme bleibt, als bei den späteren Justizermittlungen zwar Zeugen gehört werden, aber deren Aussagen eigentlich bis weit in die 60er oder sogar 70er Jahre auch systematisch in Zweifel gezogen werden. Und zwar nicht nur von den Verteidigern, das ist natürlich der Job eines Verteidigers, sondern durchaus auch von den Staatsanwälten, von den Richtern, die diesen Zeugen, wie gesagt, ihre Objektivität absprechen, von ihnen präziseste Erinnerung verlangen, von ihnen verlangen, dass sie sich an korrekte Daten erinnern und einfach von ihnen auch eine Erinnerung einfordern, die sie überhaupt nicht liefern können. Dieser Wandel setzt erst sehr spät ein. Das ist natürlich auch ein Problem, der sich in der Strafverfolgung insofern niederschlägt, als wir halt vielfach Täter haben, die nicht verurteilt werden. Und was würden Sie sagen, was ist Ihre Einschätzung, oder vielleicht hat Herr Karstjuk dazu auch irgendwie eine Einschätzung, wodurch verändert sich das? Also ich meine, es ist ja nicht gleichbleibend durchgängig so, aber Sie haben vorhin schon gesagt, also bis viele Sachen, die diese frühen Dokumentatoren schon gleich zum Teil während des Krieges oder unmittelbar danach gesichert haben an Fakten und Spuren der Verbrechen, sind bis in die 80er Jahre bezweifelt worden. Also wann ändert sich das, dass da irgendwie ein anderer Blick auf diese frühen Zeugnisse möglich ist? Also wir müssen vielleicht so ein bisschen schauen. Ich glaube, dass die akademische Geschichtswissenschaft da ein bisschen länger noch sogar braucht, bis sie das deutlich länger braucht als die Gesellschaft, um zu erkennen, was Zeitzeugen bedeuten. Die Zeitzeugen oder die Überlebenden fangen in den späten 50ern, frühen 60ern an, gerade in Deutschland so etwas zu machen, also die Lagergemeinschaften, die Überlebenden von Lagern, etwas einzufordern wie eine Erinnerung am Ort, also eine Erinnerung im Konzentrationslager, eine Erinnerung vielleicht im Zwangsarbeitslager. Und sie finden Unterstützer. Das ist das Engagement in der Zivilgesellschaft. Da findet in den frühen 60ern und dann im Zuge der 68er natürlich auch ein bisschen ein Generationenwandel statt. Und man ist bereit oder mehr bereit, ihnen zuzuhören, ihnen zuzubilligen, dass sie etwas zu sagen haben, was auch eine Relevanz für die Zuhörer hat. Bis das in der Geschichtswissenschaft soweit ist, also ich glaube, da müssen wir, in Deutschland können wir im Grunde sagen, das beginnt recht eigentlich vielleicht in den 1990er Jahren. Sie dürfen gerne mit mir streiten, aber ich würde doch sagen, dass gerade die deutschen Historiker enorm fixiert sind auf schriftliche Quellen, natürlich auch fixiert sind auf Täterquellen und ja, also an Josef Wulff, wie gesagt, ich erinnere gerne nochmal daran, Josef Wulff, der ja gerade auch aus diesem Bewusstsein, dass man, Herr Karstjuk hat darüber gesprochen, dass Wulff und Poljakow sagen, wir publizieren Täterdokumente, weil es für die Stimmen der Opfer überhaupt noch zu früh ist. Und er wird in der Geschichtswissenschaft im Institut für Zeitgeschichte in München, was so die institutionalisierte Nationalsozialismusforschung ist, massiv abgelehnt. Das sei unseriös, unsachlich, er könne doch gar nicht objektiv sein, weil er sei ja schließlich Überlebender.
Und diese akademische Ablehnung, die ist etwas, was sich sehr stark in den Universitäten verfestigt. Wenn wir in andere Länder gehen, sieht das ein bisschen anders aus. Also natürlich haben wir in Israel eine völlig andere Holocaust-Forschung, das ist kaum überraschend. Auch in Amerika funktioniert das sehr anders. Und im Ostblock ist es wiederum anders. Also das können wir jetzt alles einmal durchdeklinieren, aber ich glaube, ich belasse es einfach mal dabei. Vielleicht kann ich ganz kurz noch was zu Frankreich sagen. Also in Frankreich ist es so, es gibt ja die Säuberung, die Epuration direkt nach der Befreiung. Das heißt, man richtet eigentlich in Schnellverfahren ungefähr 10.000 Menschen hin, die man irgendwie für Kollaborateure, Spione, Mitarbeiter der Deutschen etc. hält. Anfang der 50er Jahre gibt es eine Flut von überlebenden Berichten auch. Es gibt auch Anfang der 50er Jahre schon das Denkmal für die ermordeten Juden in Paris. Also in Frankreich ist das sehr, sehr früh. Und trotzdem in Frankreich ist natürlich das große Tabu, dass der Staat oder das Regime von Vichy, was eigentlich in der Tradition des französischen Staates natürlich weitergeht, dass die daran beteiligt waren, dass sie nicht einfach nur kooperiert haben oder kollaboriert haben, sondern dass sie Eigeninitiative entwickelt haben und eben auch antisemitische Maßnahmen umgesetzt haben, beispielsweise in Marokko oder in Algerien, wo niemals ein deutscher Soldat war. Das ist in Frankreich, glaube ich, bricht dieses Tabu erst so richtig auf mit dem Prozess gegen Klaus Barbie, gegen den Gestapo-Chef von Lyon. Auch da ist Polyakov Sachverständiger bei dem Prozess. Das sind schmerzhafte Diskussionen auch mit Überlebenden, weil Klaus Barbie ein sehr engagiertes und sehr teuflisches Anwaltsteam, muss man schon sagen, hat, die auch die Resistance-Leute gegeneinander aufhetzen und versuchen eben da Zwietracht zu säen. Und letztendlich das Eingeständnis, dass französische Polizisten für die Deportation verantwortlich waren, das kommt überraschenderweise vom Staatspräsidenten Jacques Chirac erst 1995. Aber würden Sie denn sagen, dass Polyakov in Frankreich ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie Josef Wolf hier? Das würde ich, also er ist in Frankreich definitiv akzeptierter. Auch heute findet man Breuvier de la Haine als Standardwerk in jeder gut sortierten Buchhandlung. Er wurde von den Universitäten schon abgelehnt. Also er hat ja bei Fernand Braudel, bei dem großen Historiker der Annales-Schule, auch promoviert. Der war nicht besonders gut zu ihm, das schreibt er eben auch in seinen Memoiren. Also Braudel hat ihm gesagt, wenn er sich immer nur mit dem Antisemitismus und Juden beschäftigen wird, wird er bei ihm nichts werden. Und letztendlich ist er auch an der Universität eben so in der Form nichts geworden. Aber er hatte eben breite Unterstützer. Also Aron ist ja schon eine große Geistesgröße in Frankreich. Alexandre Courgette eben auch. Der hat Hegel in Frankreich erst richtig bekannt gemacht. Also das waren prominente Unterstützer. Aber in den universitären Bereich konnte er eben so direkt eben auch nicht eindringen. Also er hatte einzelne Kolloquien gemacht, er hatte einzelne Aufträge, aber er hatte keine ordentliche Professur oder so.